Es ist extrem hell, gell? Ist es okay? Seht ihr mich noch? So, ich nutze jetzt das gute Licht und die paar Minuten Zeit, bevor mein Mann wieder zurückkommt vom Kindergarten mit Hannah. Die Eingewöhnung läuft aktuell sehr gut. Es gab nur einen Tag vor 2 oder 3 Tagen, an dem sie ein bisschen geweint hat, aber wir haben das rechtzeitig abgebrochen und am nächsten Tag ging es dann schon wieder besser. Kurzes Update zu unserer aktuellen Schlafsituation. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, ich gebe dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit. Das haben wir jetzt gemacht. Eine Woche später möchte ich kurz informieren. Und zwar liegt sie super brav abends ab 19 Uhr, 19.15 Uhr in ihrem Bett, also in unserem Zimmer, aber im eigenen Bett. Und wenn ihr wollt, kann ich euch kurz filmen. So. Unser Zimmer während des Umbaus. Oh mein Gott. Überall sind Flecken auf der Wand. Nein, es sind keine Flecken. Wir müssen natürlich alles verspachteln und die Vorhänge sind schon herunter und so weiter. Und hier ist das Kinderbett. So. Sieht sehr provisorisch aus. Ist es auch mehr oder weniger. Und zwar die Bettschlange habe ich selbst gemacht. Und dieses Leintuch wird gerade aufgewaschen. Dieses Leintuch sieht super hässlich aus, aber das Problem ist, diese Seite ist durchsichtig. Und unsere liebe Maus sieht jede Bewegung von Schatten, wenn wir aus dem Bett vorbei hinaus mögen. Und das ist eher schlecht. Und deswegen haben wir das jetzt als Notlösung einfach so gemacht. So, hier war mal ein Riesenwandbild, das wir abgenommen haben. Das wird jetzt dann das Kinderzimmer. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr gespannt, wie das aussieht. Die ist so süß. Gibt es übrigens ein kostenloses Schnittmuster im Internet zu finden. Sie schläft brav ein abends. Sie bekommt normales Essen mit uns. Sie darf laut BLW normal mit uns mitessen, natürlich salz- und zuckerarm und generell gewürzarm. Sie isst super brav mit. Sie liebt Kartoffeln und sie liebt Brokkoli und sie hat richtig Spaß dran. Und spätestens, wenn sie keine Lust mehr hat, dann schmeißt sie es am Boden. Okay, gut, das ist halt so. Bezüglich der Schlafsituation ist es aktuell so: Sie liegt zwischen 19 und 19:15 Uhr dann in ihrem Bett, nachdem sie normal zu Abend gegessen hat, so viel sie halt möchte. Dann gibt es meistens noch ein bisschen Brei, weil für sie das Essen aktuell noch mehr Spiel als Essen ist. Und am Brei isst sie sich dann mehr oder weniger satt. Dann bekommt sie noch entweder Muttermilch oder Prä im Bett. Und dann darf sie wie gewohnt bei Musik einschlafen. Und dieses Einschlafritual hat mittlerweile so gut funktioniert nach einer Woche. Ich bin super begeistert und ich habe auch genau das mir erhofft. Das einzige Problem ist, dass sie noch immer Punkt 10 Uhr aufwacht. Was heißt Problem? Es ist mühsam. Es ist einfach mühsam. Und spätestens um 0 Uhr ist sie bei mir im Bett. Da ist sie meistens dann schon so wie letzte Nacht 3 oder 4 Mal aufgewacht. Ich kann sie zwar immer wieder gut beruhigen, aber der Schlaf ist einfach nicht mehr so entspannt wie vorher und es liegt sicher nicht am Hunger, sondern weil sie einfach unruhig ist, ja. Und dann nehme ich sie zu mir ins Bett und dann darf sie stillen und dann schläft sie an der Brust meistens ein. Wenn ich noch wach genug bin für das Ganze, dann lege ich sie zwischen 2 und 3 Uhr zurück in ihr Bett und 4, halb 5 dann ist sie bei mir im Bett. Gut. Es ging mir jetzt nicht darum, eine hundertprozentige Lösung zu finden im Sinn von, dass sie muss 100% in ihrem Bett schlafen. Das
habe ich nicht erwartet. Ich möchte es nur forcieren, dass sie sich langsam an ihr Bett gewöhnen und irgendwann einfach kein Problem mehr hat damit, in ihrem Bett einzuschlafen und weiter zu schlafen. Längste Schlafphase noch immer sind 3 Stunden. Generell. Nach 3 Stunden ist sie wach. Egal wie müde sie war, wie viel sie gegessen hat, wie wenig sie gegessen hat, etc. Okay. Ich hoffe, irgendwann lasst sie einfach mal eines dieser 3-Stunden-Naps, also diese Aufwachphase von diesen 3-Stunden-Naps, einfach einmal aus. Dann hätten wir schon 6 Stunden und dann wären wir schon im Bereich durchschlafen. Auf das hoffe ich jetzt noch immer. Gut. Aktuelles Problem. Wir bauen gerade um. Wir möchten Schlafzimmer und Kinderzimmer tauschen, weil unser Schlafzimmer 2 Quadratmeter größer ist und wir möchten dann in weiterer Folge einfach beide Kinder ins größere Schlafzimmer legen. Und jetzt ist es halt einfach so, dass das Beistellbett nicht mehr ganz fix montiert ist, weil wir jetzt gerade im Umbaumodus peu à peu das ändern. Und sie wäre heute fast aus dem Bett gefallen, beziehungsweise ist sie auf dem Stillkissen in die Spalte gerutscht. Es ist überhaupt nichts passiert, sie ist nicht mal aufgewacht, nur ich habe mich erschrocken. Und deswegen denke ich, dass es wirklich jetzt die richtige Zeit ist, sie wieder zurück ins Bett zu legen, weil sie sich schon so viel bewegt im Bett. So, ich wollte euch jetzt noch kurz zeigen, was ich gemacht habe für unsere Taufe. Die ist am Samstag. Oh Gott, ganz bald. Ich habe für das Glas der Wünsche mir so einen kleinen Fotocube gecheckt und habe hier vorne drauf, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja. Glas der Wünsche. Ich lese es mal vor. Glas der Wünsche, schreibt auf einen Wunsch, werft ihn ins Glas, denkt fest an Hannah und wünscht ihr was. Das ist jetzt einfach nur, damit die Leute wissen, das hier ist ein Glas. Da gibt es einen Stift. Da müsst ihr was draufschreiben. Sie werden mich sowieso alle fragen, aber wenigstens wird es irgendwo stehen. Und das zweite sind meine Pompons. Das ist eine coole Pinterest-Idee, die hatten wir schon bei unserem großen Sohn. Natürlich nicht in rosa, sondern in grün und in weiß. Und die sind einfach super, um zu dekorieren. Und es werden ein paar vielleicht am Tisch verteilt und ein paar werden wir in den Raum hängen. Wir werden in dem Pfarrsaal von der Taufkirche werden wir eben unsere Gäste empfangen. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, gibt es auf Pinterest. Und zwar sind das simple Servietten, die in einer Akkordeonfalttechnik gefalten werden, an den Ecken spitzen oder runden, der andere ist mit runden Enden und der ist halt mit spitzen Enden. Und dann habe ich gleich eine durchsichtige Nylonschnur drangehängt, mit der wir es dann später befestigen können und es wird dann nur auseinandergezogen und die einzelnen Schichten werden auseinandergezogen. Ich lasse es aber so, weil es zum Transportieren einfach leichter ist. Das war nur mein Showstück sozusagen. Und ich finde das ganz nett. Und es ist eine einfache und günstige Variante zu dekorieren. Und ich habe auch noch was fertig. So, wir haben auch selbst gemacht unsere Taufhefte. Da steht vorne drauf Heilige Taufe von Hannah Marie. Und auf einem rosenen Papier und in dem Innenblatt haben wir einfach den Ablauf der Taufe aufgeschrieben. Und dann kommt auch schon unser Hobby-Schmuck-Kordelband zum Einsatz. Ich habe das jetzt abgemessen. Das erste werde sie dann alle anpassen und mache unten einen kleinen Knopf rein. Und dann hält das perfekt für unsere Taufe. So, was ist noch zu tun? Wir müssen noch einkaufen gehen, wir besorgen noch Essen und Trinken, die Torte kommt Samstag in der Früh und dann haben wir es auch schon geschafft. Und ich möchte mich nochmal bedanken für eure Likes und für eure Kommentare und E-Mails. Vielen lieben Dank, ich freue mich total, dass es euch gefällt und hinterlasst mir gerne in den Kommentaren unten eure Videowünsche und was ihr gerne von mir sehen möchtet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!